dritten und die Rüstung auch bis zur dritten. Ja. Und, oh, ah ja, stimmt. Unten bei den Ausrüstungen, da seht ihr ja jetzt zurzeit noch ein schwarzes Herz. Aber das sind ja halt die Herzteile, die wir nach und nach aufsammeln. Und wenn wir 4 Herzteile aufgesammelt haben, dann bekommen wir ein ganzes Herz und dann kriegen wir auch ein Herzchen oben bei Energie dazu. Ja, und insgesamt gibt es 8 Herzteile, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Moment, ich überlege gerade mal. Ja, doch, 8 Herzteile, glaube ich, gibt es insgesamt. Nee, Quatsch, da sage ich jetzt was Falsches. Nicht 8 Herzteile, das wäre zu wenig. Nee, 24 Herzteile gibt es insgesamt. Genau. Die wir nach und nach suchen müssen. So, und der ist jetzt leider tot. Da können wir jetzt nichts machen. So, wenn wir den B-Knopf drücken, können wir halt schlagen mit dem Schwert. Und wenn wir den B-Knopf gedrückt halten, laden wir das Schwert auf und machen so einen Hieb. Was natürlich ein bisschen mehr Damage macht. So, und da haben wir schon unsere zweite Kiste. Ja, Energieflaschen brauchen wir in dem Sinne nicht. Und ja, da haben wir eine... haben wir blaues Rubin erhalten. Ja, das bewirkt halt, dass wir 5 Einheiten Rubin mehr bekommen. Dann gibt es natürlich auch später die roten, die sind ein bisschen mehr wert. Da kriegen wir 20 Rubin. So, jetzt können wir hier natürlich ein bisschen... das Gras abschneiden mit dem Schwert. Ja, ja, die Wache hat mich jetzt gesehen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber naja. Ja, okay. Die Seite mache ich jetzt noch, aber danach höre ich erstmal auf. Ihr könnt es ja selber machen, wenn ihr jetzt so genau das hier alles abkrassen möchtet, könnt ihr das ruhig machen. Bloß, ich werde das jetzt nicht machen, weil ihr wollt ja garantiert die Action haben hier, ne? Deswegen. Oder ich werde das nachher auch offscreen machen. Wir müssen nämlich sowieso bei ein paar Stellen müssen wir so oder so Geld farmen. Und das werde ich aber alles offscreen machen. So, und jetzt sind wir in der Burg von Hyrule. Jawohl. Und das sind Wachen, die uns allerdings nicht hundertprozentig sehen. Ja. So, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Genau, ich glaube, wir müssen erstmal hier nach links und dann nach oben und dann hier raus. Genau. So war das. Oh, aber das liegt aber... obwohl das Spiel jetzt so lange zurückliegt. Ich denke mal, ja, so ungefähr 7-8 Jahre liegt das zurück, wo ich das gespielt habe. Aber es ist trotzdem noch alles hängen geblieben, weil ich das so intensiv... gezockt habe als Kleinkind. Also da ist einiges hängen geblieben. Plus nicht alle Herzteile. Und das sind auch blauen Soldaten. Natürlich, die blauen, die halten natürlich ein bisschen mehr aus als die grünen Soldaten. Aber das ist ja halt auch normal. So. Ja, die Gegner mache ich hier mal. Weil die können halt auch nützliche Items droppen, genauso wie diese Wache jetzt freundlicherweise uns jetzt Geld gegeben hat. Jawohl. Und wir müssen jetzt ganz nach unten. Ja. Jetzt sind wir im Keller 1. Oh, scheiße. Jetzt hat er mich gesehen. Ja. Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Und eine Karte. Du hast die Karte. Drücke X, um deinen Standort festzustellen und einen Überblick zu bekommen. Ja, das machen wir jetzt mal kurz. Und so sieht's halt aus. Da können wir halt auch jedes Gebiet uns angucken, wo wir waren oder wo wir noch nicht waren. Aber naja, das kommt hier noch alles. Ja, und es gibt insgesamt 3 Kellergeschosse, die wir jetzt hier bewältigen müssen. Und das Tolle ist bei dem Spiel, wir können hier auch die Gegner runterschmeißen. So wie bei dem Let's Play von XAD2011X, da konnte man ja auch oft sehen, dass er halt auch die Gegner runtergeschmissen hat. Und das gefällt mir. Da bin ich mal ganz ehrlich. So, jetzt lade ich das Schwert
mit Absicht auf, weil die jetzt natürlich auch gleich wieder Wachen kommen. Bumm. Und bumm. Ha, zu spät hast du mich bemerkt, Wache. Das ist nicht gut. Ach, shit. Ja, das hätte ich wissen müssen. Du siehst mich nicht. Bumm. Und jetzt nach rechts. Ach ja. Ich bin doof. Ich muss ja auch hier die Items erklären. Also, die Lampe ist eigentlich logisch, was eine Lampe macht. Bei dunklen Orten erhält die halt das Licht und dann können wir halt auch in dunklen Orten was sehen. So, wir haben jetzt einen Bumerang erhalten. Wähle ihn mit dem Startknopf aus und benutze ihn. Das werden wir auch tun. Der Bumerang. Und das Tolle ist, wir können damit auch manche Gegner halt auch lähmen und dann bekommen wir jedes Mal, okay, das ist jetzt eine Ausnahme, aber sonst bekommen wir auch jedes Mal Rubin. Und das ist auch ein sehr guter Trick, wie man Geld farmen kann. Zwar immer nur ein grünes Rubin, aber grüner Rubin, aber ja, da muss man halt durch. Deswegen werde ich das nachher, wo wir halt Geld brauchen, werde ich das natürlich offscreen machen, weil das dauert sonst zu lange. Und ich denke ja nur an euch. So. Die hat uns Gott sei Dank nicht gesehen. Und jetzt kommt schon der erste kleine Miniboss. Der sogenannte Morgensternritter. Ja. Wenn wir den zweimal mit den Krügen hier besiegt haben, ist er schon... Oder angeschlagen haben, ist er schon tot. Und da haben wir den großen Schlüssel. Du hast einen großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Ja. Und wir kassieren natürlich erst die Truhe ein. Und wir haben schon mittlerweile 20 Rubinen. Und da ist die Prinzessin. Ich danke dir, René. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, René. Die Burgwachen stehen alle unter Aghanims magischen Bann. Ah ja, ich muss euch noch sagen, es gibt hier natürlich viele Namen. Die haben wirklich einen sehr komischen Namen. Beziehungsweise einen Zungenbrechernamen. Sowohl die Bosse als auch manche Hauptpersonen von dem Spiel, die haben halt komische Namen. Ob ich die jetzt richtig ausspreche, ist natürlich was anderes. Ich bemühe mich halt. Nur im Voraus, dass ihr zumindest Bescheid wisst jetzt. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Ja, natürlich. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe die... langsam. Mann, ich lese wieder zu schnell. Ich bin ein bisschen hippelig. Normal. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Ja, das machen wir doch. Das machen wir doch, Prinzessin. Ja, das ist natürlich Prinzessin Zelda, ne? Nur als kleine Nebeninfo. Und wir dürfen jetzt hier raus aus dieser Burg. Also, ja, wir flüchten jetzt. Okay, hier sind keine Gegner. Sehr angenehm. So. Na, dann werden wir mal schön gemütlich mal hier abhauen. Okay, ab hier sind wieder die Gegner da. Okay. Ha, aber ich bin fies. Ich werde wieder den Trick benutzen. Ja, dann fahren wir runter, Wache. Haha. So, ab hier sind alle Gegner wieder da. Genau. Ja, Bumerang-Trick benutzen. So, und kaputt. Ah, geizig. Ja, okay, das war jetzt auch, weil die Wache vorher einen Schlüssel dabei hatte, deswegen. So. Ja, und ob ich jetzt bei den späteren Dungeon halt auch jeden Kartenfitzel aufdecke, ist... Ja, ich glaube eher, dass ich die Arbeit mir jetzt nicht mache. Dafür bin ich ein bisschen zu bequem, das müsst ihr halt wissen. Hauptsache, ihr kennt die Hauptstory von diesem tollen Spiel. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Ja, das machen wir. Also, wir dürfen jetzt zur Kathedrale.
Ja, die machen wir natürlich mit einem Bumerang-Trick platt. So. Aufladen. So und kaputt. Und so und kaputt. So gehen die am schnellsten kaputt, finde ich. Als wenn man jetzt dreimal normal mit dem Schwert zuschauen würde. Und hier ist der Thron. Und ja, das war auch gerade der Raum im Intro, wo wir den bösen Zauberer Aghanim gesehen haben. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Hetz mich nicht, Prinzessin. Ja, die Lampe haben wir Gott sei Dank. Und wir schieben und schieben und schieben. Und wir schaffen es auch. Gut. Da haben wir jetzt den Geheimgang. Und ja, wenn wir die Lampe jetzt nicht gehabt hätten, dann wäre es stockfinster hier. Und hier gibt's Mäuse oder Ratten. Bleib doch stehen. Und ja, und wenn wir an den Laternen, sage ich jetzt mal, halt Licht anmachen. Ja, das hat gut. Dann können wir halt Licht produzieren. So. Ja, bloß, das hält natürlich nicht für lange Zeit. Für ewig. Nein. Da brauchen wir halt ein bisschen mehr Zeit dafür. Ha. Das geht nämlich nur ja, ein paar Sekunden und dann ist das Licht auch wieder aus. Und hier sind Schlangen. Aua. Ihr doofen Viecher. Ja, okay. Jetzt mache ich Gnadenstoß. Yeah. So, dann mache ich auch mal Licht an. Weil es wird, bis wir da angekommen sind, wird es natürlich dunkel bleiben. Ja, super. Ja, toll. Schlange, das machst du super. Oh, jetzt gibt es ja auch Spinnen.